Heute, meine lieben Leute, werde ich Busfahrer in Berlin und was ich alles hier auf den Straßen erlebt habe und in dieser brandneuen Simulation The Bus, das seht ihr jetzt gleich im Video. So, wir starten am Alexanderplatz in Berlin mit unserem Scania Citywide Bus und wir müssen jetzt erstmal unseren Bus starten. Die ersten Passagiere warten schon und ich denke, denen drängt es schon, dass sie mal losfahren. Und wir verlieren keine Zeit. Starten gleich mal den Bus. Los geht's. Und... Nee, geht nicht los. Okay. Ich bin ein Profi. Ja, ihr kennt mich ja. Ich bin ja der Super-Profi am Steuer. Und ihr kennt ja, ich komme immer sofort mit allem klar. Und ich kann auch instant einen Bus starten ohne Probleme. 5 Minuten später. So, 5 Minuten später und schon ist der Bus gestartet. Das war ja ganz einfach. Jetzt geben wir erstmal unsere Route ein, beziehungsweise unsere Tournummer. Die müssen wir hier eintippen. Und dann steht es auch korrekt auf dem Bus drauf. Und jetzt kommen schon die ersten Passagiere. Ja, hereinspaziert. Schnell. Ich muss einen Fahrplan einhalten. Wobei, muss ich eigentlich gar nicht. Aber dazu komme ich gleich noch zu sprechen. So, es sind alle an Bord und dann können wir losfahren, Leute. Halt, Moment, wir können noch nicht losfahren. Wir müssen noch das Licht einschalten. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, es regnet. Deshalb brauchen wir die Scheibenwischer. Ja, so. Feststellbremse lösen und es kann losgehen. Wir rollen los. Abfahrt Alexanderplatz. Wir fahren Richtung Berlin-Tegel. Denn wir sind unterwegs im brandneuen Simulator namens The Bus aus dem Hause Aerosoft. Und das ist eine Bus-Simulation, die hat es echt in sich. Zunächst mal hat sie einen komplett nichtssagenden Titel. The Bus. Das hat auch einen Grund, dazu komme ich auch noch später zu sprechen. Und es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ich euch hierüber erzählen will. Und es geht gleich mal los. Hier am Ticketautomaten muss ich erstmal hier dem Kollegen einen AB-Fahrschein ausstellen und ihm auch noch das Rückgeld, das korrekte, geben, damit der auch hier schön mitfahren kann. Wir haben eine originalgetreue Simulation von Berlin, zumindest von der Strecke, von der Linie TXL. Das ist die berühmte Linie, die es ja inzwischen nicht mehr gibt, die zwischen dem Alexanderplatz und dem Berliner Tegel-Flughafen verkehrt ist. Und das erwartet uns quasi als allererste Strecke hier in The Bus. Und The Bus ist ein größeres Projekt. Das ist ein Projekt, das jetzt im Early Access startet, am 25. März 2021. Moment, ich muss ja noch ein paar Tickets rausgeben. So. 4 Euro, da kriegt der Bursche 1 Euro zurück und er kriegt seinen AB-Fahrschein. So, weiter geht's. Und das Projekt ist größer angelegt. Also zum Start, wie erwähnt, zum Early Access gibt es jetzt erstmal diese Route, diese TXL-Route, die ihr fahrt und die, wie erwähnt, die ist originalgetreu. Das ist die originalgetreue Länge. Das heißt, ihr fahrt da, ich würde sagen, 30, 40 Minuten. Also mit meiner Fahrweise eher 20 bis 30 Minuten, denn ich fahre ein bisschen sportlicher durch die Stadt. Das werden wir noch ein bisschen sehen, denn ich drücke ganz schön aufs Gas und da übertrete ich so manches Geschwindigkeitslimit. Glücklicherweise gibt es in der Early Access noch keine Blitzer oder Geschwindigkeitskontrollen, deshalb alles cool. Aber zumindest können wir schon mal unseren Scania-Bus ein bisschen austesten. Hier mal ein ganz kurzer Blick auf die Karte, wo ich erwähnt habe. Wir haben eben Berlin und wir sind jetzt gerade quasi Mitte Berlin, Alexanderplatz, losgefahren und wir fahren die gelbe Route Richtung Tegel raus. Und auf dem Weg haben wir natürlich verschiedene Haltestellen. Und ihr seht es schon, drumherum ist auch schon einiges schon auf der Map eingezeichnet bzw. vorgesehen. Das wird eben noch in späteren Updates kommen. Bin mal gespannt. Schauen wir jetzt erstmal kurz in die Außenansicht. Ja, wir haben den Scania Citywide Bus, nämlich den LF, in der 18 Meter Version als Gelenkbus. Zum aktuellen Zeitpunkt in der Phase 1 von Early Access ist dieser Bus verfügbar und der Scania Citywide in der 12 Meter Variante. Das ist der normale Solo-Bus.
Und da kommen natürlich weitere Busse. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht im Kopf, welche Marken noch reinkommen, aber es wurden schon angekündigt, es folgen weitere Busmarken, also keine Sorge. Genauso kommen weitere Linien hier, damit ihr natürlich mehr in Berlin herumfahren könnt. Und erstes Augenmerk ist erstmal die Grafik. Leute, schaut mal die Grafik an. Wie gut sieht denn das bitte aus? Das Ganze hier läuft auf PC, weil es ist eine Early Access, das läuft eben logischerweise meistens ja eh nur auf PC dann. Konsolenversionen sind aktuell nicht geplant, aber die Macher oder einer der Entwickler meinte in einer Konferenz zum Thema Konsole, darauf gehe ich später, zu einem späteren Zeitpunkt ein. Das klingt für mich wie, okay, jetzt noch nichts in Sachen Konsolen geplant, aber ich glaube, da kommt noch was. Ich weiß nicht so recht, aber gucken wir mal. Ich habe euch hier ein bisschen die Tour bisschen zusammengeschnitten, weil wir sehr, sehr lange fahren. Wie gesagt, 30, 40 Minuten. Und wir können uns frei bewegen. Das habt ihr am Anfang schon gesehen. Ich kann frei mich jederzeit aufstehen, den Bus verlassen. Ich kann auch den Bus untersuchen und mir die Gestalten, die hier mitfahren, alle angucken. Und das sind ganz schön wilde Gestalten, die hier mitfahren. Was ich leider nicht machen kann, zumindest aktuell, ist eine Fahrkartenkontrolle. So wie wir es beispielsweise im Bus-Simulator kennen, da könnt ihr jederzeit Schwarzfahrer erwischen, die kein Ticket haben. Wir gehen mal davon aus, dass die alle ein Ticket haben, die ganzen Leute. So, wir steuern eben die markierten Haltestellen an, versuchen dann natürlich möglichst genau zu halten, klaro, und öffnen die Türen. Das, was halt eben der Alltag beim Busfahren so ist. Zwischendurch eben will jemand ein Ticket haben, diesmal nicht, und wir können auch noch ein bisschen durchgucken. Wir haben eben verschiedene Ansichten, die wir durchschalten können. Wir haben auch ein aktuell halbwegs funktionierendes Cockpit bzw. Instrumentenbrett mit entsprechenden Schaltern für Beleuchtung etc. Aber wie gesagt, Early Access, da funktioniert noch nicht alles exakt genauso, wie es sein sollte. So. Jetzt kommen wir springen nochmal ein bisschen weiter. Wir kommen jetzt so langsam raus aus Berlin. So ein bisschen, ein bisschen ist schon noch, wie gesagt, ein gutes Stück zu fahren. Und jetzt kommt das Interessante, schaut euch mal bitte das jetzt an. Wir hatten jetzt die ganze Zeit Regen. Und jetzt achtet mal vor allen Dingen auf den Himmel, beziehungsweise eben auf den Wetterwechsel. Denn das Spiel hat tatsächlich dynamisches Wetter. Fantastisch, oder? Es hat auch dynamische Tageszeiten. Wir sind jetzt um 5 Uhr in der Früh losgefahren am Alexanderplatz und inzwischen ist ein bisschen Zeit vergangen. Und es hat aufgehört zu regnen. Obendrein soll es auch noch sein, zumindest in späteren Phasen glaube ich, dass es Jahreszeiten gibt. Das ist natürlich wundervoll, wenn es hier beispielsweise auch mal schneit. Da freue ich mich richtig drauf, weil das ist unglaublich stimmungsvoll und vor allen Dingen ist es auch grafisch sehr, sehr schön. Also schaut euch das mal an. Jetzt haben wir noch die ganzen Pfützen auf dem Boden, die eben die Stadtkulisse spiegeln. Das ist doch echt schön, oder? Also ich finde das wirklich, wirklich schön. So, ich fahre ein bisschen, wie gesagt, dezent sportlich. Ich hau auch immer oft ziemliche Notbremsungen rein, damit ich auch schön im Haltebereich drin bin. Und also besonders angenehm ist, glaube ich, die Mitfahrt bei mir nicht besonders, weil ich beschleunige immer, keine Ahnung. Ich bin auch schon mit 80 hier durch die Stadt gefahren. Geht alles kein Problem. Und ich bin ein bisschen abrupt bei der Lenkung. Bleiben wir gleich bei der Steuerung, ein gutes Stichwort. Also, wie ihr seht, ich fahre ein bisschen strange an dem Lenkrad. Es ist nämlich so, das Spiel unterstützt alle möglichen Eingabegeräte. Also ich habe es gestern im Stream mit Lenkrad gespielt. Geht wunderbar mit dem Fanatec Lenkrad. Inklusive Force Feedback. Läuft wunderbar. Jetzt gerade fahre ich mit einem Controller am PC. Und zwar mit einem Xbox Controller. Geht auch. Obwohl eigentlich die Entwickler meinten, dass das erst später kommt, der Controller Support. Aber es läuft schon wunderbar. Was es alternativ auch noch dazu gibt, ist die Steuerung mit Maus oder Tastatur. Vor allen Dingen interessant für einige Leute, man kann auch lenken mit der Maus. Das ist umschaltbar drin. Das geht. Und was mich halt immer wieder umhaut, ist die wundervolle Kulisse, die wunderschöne Grafik mit Unreal Engine Technik dahinter. Und
Damit hat der Entwickler, nämlich die TML Studios, bereits schon gute Erfahrung, denn derselbe Entwickler hat bereits schon den Fernbus-Simulator und den Tourist-Bus-Simulator herausgebracht. Und die waren grafisch auch schon echt schön und echt schön gelungen. Und das Ganze machen sie jetzt quasi mit im Nahverkehr, setzen sie das Ganze um. Vorher eben Fernbusverbindungen und Touristenbusse und jetzt eben Nahverkehrsbusse. Ist irgendwo nur logisch. Das Ganze eben, wie erwähnt, Early Access kommt dann eben für zunächst, ich glaube, 25 Euro raus. Kann sein, dass das dann später noch teurer wird. Aber es ist natürlich auf lange Sicht darauf ausgelegt, dass da immer mehr Inhalte hineinkommen. Das heißt, wenn ihr es jetzt eben euch holt, dann fehlt vieles noch. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, kommt vieles dazu. Es gibt dazu verschiedene Phasen. Also aktuell sind es, glaube ich, 3 Phasen, in denen sich das Ganze unterteilt. Und jetzt aktuell ist es so, dass die TXL-Linie dabei ist mit den Scania Citywide-Bussen. In Phase 2 kommen dann Modding-Tools für die Modder, denn man kann sich dann auch eigene Strecken basteln, vorgegebene. Dazu, ganz wichtig, kommt Multiplayer-Support. Das kommt noch rein, dass ihr eben gemeinsam auf die Strecken fahren könnt. Und die Linie 200 in Berlin kommt mit dazu. Phase 3, dann kommt der Wirtschaftsaspekt dazu. Das heißt, ihr könnt unternehmerisch tätig werden und eben euer eigenes Busunternehmen gründen und eigene Angestellte dazu haben. Es kommen noch weitere Linien dazu, beispielsweise die 100er Linie und die 245er Linie, die auch irgendwo quer durch Berlin gehen. Ich kenne mich jetzt in Berlin ehrlich gesagt nicht so ganz genau aus. Das sind mal auf jeden Fall die Inhalte, die fix reinkommen. Und dazu gibt es natürlich auch noch weitere Inhalte, eben, sei es jetzt von Modern oder eben als kostenpflichtigen DLC, dann allerdings aber auch erst später, erst nachdem die ganzen Phasen vorbei sind. Und so wird nach und nach das ganze Spielgebiet in Berlin immer weiter belebt. Es sollen 20x20 Quadratkilometer drin sein und befahrbar sein. Allerdings keine Open World, das heißt, wenn ihr irgendwo abzweigt, ist es oft so, dass quasi dort eine Barriere ist, da kommt ihr nicht weiter. Das heißt, ihr könnt nicht komplett die komplette Stadt befahren. Also, aber es sind quasi die, zum Beispiel jetzt die TXL-Route und die angrenzenden Straßen sind alle originalgetreu drin. Und jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert, dass wir in der Zwischenzeit schon am Berliner Flughafen angekommen sind. Leute, wir sind schon bei Tegel angekommen. Da fahren wir jetzt gleich mal hoch und machen unsere Tour fertig, würde ich sagen. Und wie erwähnt, also ich finde das ein absolut hammergut aussehendes Spiel, das sich auch echt gut fährt, das echt realistisch ist. Es hat 2 Steuerungsmodi. Einmal Simulation, das ist natürlich für die Profis unter euch, und einmal Arcade. Das heißt, das ist für die Leute, die noch nie vielleicht einen Bus-Simulator gefahren sind. Da müsst ihr eigentlich nur Gas geben und bremsen. Die Türen gehen automatisch und die Handbremse und alles oder die Feststellbremse geht automatisch. Ansonsten natürlich Simulationsmodus, wo ihr alles selber betätigt, ist natürlich viel schöner und viel, viel komplexer, das Ganze. Ja, und damit sind wir schon an unserem Zielort angekommen. Jetzt muss ich nur noch die ganzen Leute rauswerfen und dann ist die Schicht hier schon mal vorbei. Das ist doch schön, oder? Also, ich finde schon. Gut, dann haben wir super Arbeit heute erledigt. Ich würde sagen, hier... Ich habe mich als Busfahrer ein bisschen bewährt. Gut ist, dass man jetzt hier nicht ganz gesehen hat. Ich habe nämlich ein paar Randsteine mitgenommen. Ich habe auch ein paar Schilder mitgenommen, was man, glaube ich, im Video nicht mehr sieht. Bin ich froh drüber. Und man hat auch nicht meine Raserei mit 80 km/h gesehen in der Stadt. So, hier kann man jetzt noch aussteigen und sich auf im Tegel ein bisschen umschauen. Wegfliegen kann man leider nicht. Aber das sollen wir auch nicht. Wir sind ja auch der Busfahrer, ne? Und ich bin echt gespannt, was in Zukunft jetzt eben für diese Simulation eben noch kommen wird. Wie gesagt, das Ganze im Early Access und das ist jetzt eben auf längerfristig. In den nächsten Monaten werden beständig die Inhalte erweitert. Und ihr könnt euch das Ganze eben dann ab 25. März auch schon selbst gönnen. Und wie erwähnt, für eine Konsolenversion ist es tendenziell noch zu früh zu sprechen darüber. Ich denke, es gibt eine geringe Chance, aber es ist definitiv nichts spruchreif und vom Entwickler auch noch nichts zu hören dahingehend. Und damit beschließe ich heute meine Busfahrschicht und mache Feierabend. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin.